Cool, danke schön. Ganz toller Impuls. Also überhaupt, finde ich, merkt man, dass das Schaffen solcher Begegnungsorte wahnsinnig wertvoll ist. Und ich habe jetzt aus allem, was ich heute Morgen gehört habe, schon so viele Anregungen bekommen und habe so vieles wiedererkannt natürlich auch. Und dafür an dieser Stelle schon an den LVR und alle Beteiligten einen großen Dank. Ich habe ein bisschen die undankbare Aufgabe, dass ich jetzt über die Kaffeepause schon hinaus bin. Trotzdem freue ich mich, eingeladen zu sein und etwas zu erzählen. Ich will vielleicht ganz kurz was zu meiner Biografie sagen, weil auch eben die Themen Artenvielfalt und Süßwasserqualität gefallen sind als sehr relevante Dinge. Ich wollte also ungefähr in der Zeit Club of Rome, erster Bericht 72, glaube ich, hatte ich einen sehr engagierten Biologielehrer und wollte Ökologin werden und habe auch Biologie fast fertig studiert. Und dann eigentlich durch einen Zufall gedacht, nee, ich muss jetzt nochmal einen Haken schlagen. Also ich war irgendwie zu früh, das war zu geradlinig, sehr naturwissenschaftliche Familie und bin dann durch verschiedene Dinge, habe ein erstes freies Theater ausgebaut, im Studium der angewandten Theaterwissenschaft gelandet, habe sehr viel in der Praxis gearbeitet und dann eben die letzten 12 Jahre im Ministerium für Kultur und Wissenschaft. Und für mich war so ein bisschen der Point of No Return die Pandemie. Also es fing eigentlich schon vorher an, so sagen wir 2013, 14, 15, wo ich dachte, ja, ich war in meiner Jugend, war ich in der Anti-Atomkraft-Bewegung, Aktivist würde man heute vielleicht sagen, und habe ich mich dann nicht zu lange jetzt drauf ausgeruht. Ich habe seit 35 Jahren kein Auto in meinem Alltag, ich fahre Fahrrad und, aber das Gefühl, und das haben wir in den Filmen von Frau Leukert gesehen, das reicht alles nicht mehr. Und in der Pandemie war es so dieses, was Frau Kaluza auch angesprochen hat, wie ist eigentlich dieses Verhältnis von kollektiven und persönlichen Interessen? Und die Tatsache, dass wir im Jahr, ich glaube, es sind 5 Millionen Kinder, die sterben, und das hat nicht wirklich etwas zur Folge, und wir haben diese Pandemie und das hat etwas zur Folge, und es ist plötzlich möglich, sozusagen die Handbremse zu ziehen und diesen ganzen Alltag komplett umzustellen. Das hat mich sehr beschäftigt, vielleicht auch durch den Zufall, dass ich am Anfang des ersten Lockdowns gerade meinen Sohn in Neuseeland besucht habe, auf einer Insel, wo die Greenpeace-Gründergeneration wohnt, also die erste Besetzung der Rainbow Warrior. Das vielleicht als so einen kleinen Umweg, ich kam zurück und dann waren wir eben 20 im Ministerium durch das Engagement von Frau Dr. Kaluza und von Frau Ministerin Pfeiffer-Pönsken haben auch wir eine Bottom-up, also erstmal eine AG gegründet und gesagt, wir erarbeiten jetzt eine Klimastrategie, und die ist sozusagen, dann war mein letzter Arbeitstag, die schöne Konferenz auf Pakt Zollverein beschlossen worden. Das sage ich nur als Umweg, weil das, glaube ich, schon auch dazu geführt hat, dass ich dachte, wow, das ist eine fantastische Chance, eine neue Kulturinstitution von Anfang an, nicht nur architektonisch, sondern auch inhaltlich auf das vorzubereiten und die Fragen zu stellen und mit diesen Fragen umzugehen. Auch da vielleicht kurz den Kontext. Pina Bausch ist 2009 gestorben. Ich hatte mich auf die Zusammenarbeit gefreut. Ich bin Ende des Jahres ins Ministerium gekommen und die Stadt hat damals unmittelbar das Schauspielhaus geschlossen. Das sollte eigentlich saniert werden. Das ist eines der schönsten Theatergebäude der Republik, sehr demokratisch, mit einer Rede von Heinrich Böll 66 zur Freiheit der Künste eröffnet. Und dieses Schauspielhaus hat auch noch innen 2 japanische Gärten von Akira Soto, einem japanischen Gartenarchitekten, der auch bei der Buga in Bonn die japanischen Gärten gestaltet hat. Das heißt, es hat sozusagen 2 grüne Inseln im Inneren. Und wir hatten eben die Chance, einerseits den Architekturwettbewerb so auszuloben, dass Nachhaltigkeit ganz klar ein Kriterium ist. Es wird die Sanierung des denkmalgeschützten Altbaus geben und dazu aber auch einen Neubau und einen Verbindungsbau. Das Ganze soll eine ganz offene Geste haben. Es soll im Idealfall ein Best-Practice-Beispiel werden in Sachen Nachhaltigkeit. Quasi keine Parkplätze, sondern sehr, sehr viele Fahrradständer und so weiter. Man kann die Solargeschichten auf dem Neubau unterbringen, was man ja oft beim denkmalgeschützten Bau nicht kann. Das heißt, die Idee war dann zu sagen, okay, wenn ich jetzt das in der Architektur verankere, kann ich ja eigentlich nicht warten, bis das irgendwann eröffnet wird und dann sagen, jetzt fange ich an, über Nachhaltigkeit nachzudenken, sondern diesen Weg eigentlich schon zu nutzen. Und die Chance ist eben, das Schauspielhaus wird auch in eine andere Nutzung kommen. Das heißt,
Sie sehen hier ein Bild von Rimini-Protokoll, das war meine erste Produktion 22, also ich bin im letzten Jahr nach Wuppertal gegangen, ein Audio-Walk durch die Stadt, wo es um künstliche Intelligenz geht und um die Frage, wie stark wir eigentlich schon von KI gesteuert sind. Das hat eben gar nicht in einem geschlossenen Gebäude stattgefunden, sondern das Haus mit der sehr grünen Stadt Wuppertal verbunden. Ganz kurz, das Haus soll zukünftig dann das Tanztheater Wuppertal Pina Bausch beheimaten, da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Pina Bausch und, Foundation und Archiv, die wurde unmittelbar nach dem Tod von Pina Bausch, wurde die Foundation gegründet und dazu die Bereiche internationale Produktion und Partizipation. Und es soll darum gehen, heute eigentlich einen Ort der Kunst für morgen zu schaffen, der sowohl künstlerische Arbeitsprozesse auf höchstem Niveau für möglichst viele Menschen ermöglicht, also eine umfassende Teilhabe, Diversität und ganz zentral eben auch das Thema Nachhaltigkeit. Das sind einfach noch ein paar Eindrücke von dem Audio-Walk Rimini-Protokoll, der durch die Stadt ging, auch durch eine sehr besondere Kirche. Diese Kirche wurde gebaut, weil beim Bau der Sonnenborner Kreuzes, ist eines der größten europäischen Autobahnknotenpunkte, wurde Wuppertal einfach zwischen Sonnenborn und Vohwinkel durchgeschnitten. Und die Kirche, die damals abgerissen wurde als Ersatz, wurde diese Kirche geschaffen, die so ein bisschen aussieht wie Odyssee im Weltraum 2000, finde ich. Und durch ganz unterschiedliche Orte ging dieser Walk. Wir haben dann 22 im Mai, da war ich quasi frisch am Start, noch unter der Intendanz von Bettina Bergelt, sind wir eigentlich auf den Weg gegangen und haben ein Festival gemacht zum Thema Klima. Damals war der IPCC-Bericht erschienen, die Zahlen waren desaströs. Und das heißt, wir haben mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, Tanz, Musik, Performance, aber auch sehr eng mit Fridays for Future zusammengearbeitet, auch mit lokalen Initiativen, mit Talbuddeln, mit Uta Aspodien als Klimaspezialistin oder Nachhaltigkeitsspezialistin. Wir haben mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gearbeitet und ich zeige ein Beispiel, was ich wirklich ein Best-Practice-Beispiel finde. Wir hatten eine sehr schöne Kooperation der Kunstakademie in Dresden, Knut Klaassen, den sicher auch einige als Bühnenbildner kennen, mit Fridays for Future, mit der Sektion Wuppertal, mit ganz jungen Menschen. Und die haben aus einem Open Space, aus dem Diskurs mit dem Publikum, Slogans entwickelt, die dann mit einem Projektor, auch das hat Strom gekostet natürlich, vom gegenüberliegenden Hotel in dieser Form auf das Schauspielhaus nachts projiziert wurden. Das ist übrigens noch ein Bild aus der Pandemie 21, da mussten wir das Ganze komplett digitalisieren und das ging natürlich dann sehr durch die sozialen Medien. Wir haben es dann ein Jahr später nochmal gemacht, auch mit Publikum vor Ort. Es gab aber auch internationale Gastspiele, weil wir das Thema globale Empathie extrem wichtig finden. Es kann ja nicht darum gehen, dass wir jetzt, also klar müssen wir gucken, dass wir lokal auch uns verankern, lokal agieren, aber viele von den Dingen, das wissen Sie alle, die wir verursachen, haben an ganz anderen Stellen Folgen und gerade der Austausch mit dem globalen Süden ist aus unserer Sicht extrem wichtig. Wir haben damals ein Klimadinner gemacht und ganz unterschiedliche Initiativen in Wuppertal zusammengebracht. Das hat Uta Aspodien mit Fridays for Future koordiniert und daraus ist auch eigentlich aus diesen ganzen Aktivitäten ist sehr stark der Wunsch entstanden, weiterzumachen und waren auch an dem Klimastaffellauf für das Klima beteiligt. Ich weiß nicht, das haben vielleicht einige wahrgenommen, dass es ein Apfelbaum ist in Kiel und einer in Recklinghausen gestartet und beide Apfelbäume reisten dann per Fahrrad durch immer wieder unterschiedliche Etappen von den Intendanten geradelt oder den Technikern oder den Kuratorinnen und Kuratoren bis nach Augsburg zum Klimafestival von Nicola Bramkamp am Theater in Augsburg. Ich sage noch mal ganz kurz, diese Erfindung einer neuen Kulturinstitution hat und dass wir haben kleine Mittel, das ist nicht viel, aber wir haben etwas an Mitteln, was sozusagen nicht nur an den Bau gebunden ist, sondern was in die sogenannte Vorlaufphase geht. Das heißt, wir haben gesagt, wenn wir neu bauen, müssen wir eigentlich zum Zeitpunkt der Eröffnung
ready sein, dass wir wissen, was ist die Kunst von morgen? Wissen wir heute nicht, keine Ahnung. Sie kennen alle die Digitalisierung, was es an Veränderungen mit sich gebracht hat. Und wir wissen nicht, wie die Situation 27, 28, 29, 30 sein wird. Und das ist eine ganz tolle Möglichkeit, finde ich, jetzt Sachen auszuprobieren. Ich springe da jetzt ein bisschen drüber, aber es gibt einen ganz klaren Fokus Teilhabe, weil aus meiner Sicht sind die Themen Ökologie, Ökonomie und Soziales überhaupt nicht zu trennen. Und ich glaube, dass die meisten Kulturinstitutionen stehen ja vor der Herausforderung, Teilhabe neu zu denken und sich auch ganz anders zu öffnen. Und das ist von der Ökologie nicht zu trennen. Ich glaube übrigens auch, dass die Kultur eigentlich unter den Handlungsfeldern, unter den drei zentralen Themen liegt. Also es ist eine kulturelle Frage, ob ich einen Füllfederhalter benutze, vielleicht 100 Jahre lang, oder ob ich Plastikkugelschreiber benutze oder eine Porzellantasse oder den Becher. Es ist aber nochmal eine ganz andere Frage, was die Kunst eigentlich in dem leistet. Und ich habe eben so gedacht, bei diesem Widerspruch, was wissen wir eigentlich alles und warum handeln wir eigentlich nicht, was mich wirklich seit Club of Rome 1 beschäftigt, also rund 50 Jahre. Die Kunst ist ja eine Spezialistin dafür, mit diesen unauflösbaren Widersprüchen umzugehen. Also Dinge, die wir nicht begreifen. Das Staunen hat eine enorme Bedeutung in der Kunst. Und warum reagieren wir eigentlich nicht auf ein Wissen, hat ja auch mit einer gewissen Lücke in der Aufklärung zu tun, die, glaube ich, auch meine Generation zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg sehr beschäftigt hat. Und ich glaube, deshalb ist das eine ist die kulturelle Praxis, dass es eine kollektive Aufgabe wird, Nachhaltigkeitswissen zu schaffen. Diskursräume wie diesen oder wie Ausstellungen. Ich habe wirklich viele Momente gehabt in Ausstellungen in den letzten Jahren, die sich um ökologische Themen und auch andere Themen der Nachhaltigkeit gedreht haben. Also die Kunst selber zu nutzen, ist das eine. Nicht sie zu verzwecken, ich glaube, das muss man überhaupt nicht tun, sondern einfach in der Kunst Möglichkeiten den Menschen zu bieten, Dinge zu verstehen oder auch Irritationen, die man selber erlebt, zu erleben in einer Ausstellung, zu wissen, man ist in einer kollektiven Situation, in der vielleicht auch bestimmte Dinge nicht gelöst werden können. Wir haben jetzt, gerade sind wir gestartet mit Boris Schamatz, mit einer großen Aktion im Stadtraum, ohne einen Scheinwerfer, mit 5.500 Beteiligten, Wundertal, das war am letzten Sonntag. Das war ein ganz fantastisches Ereignis zum Thema der Beteiligung auch der Menschen. Das hatte jetzt nicht die Überschrift Nachhaltigkeit. Aber trotzdem, wenn ich so zuhöre, die Möglichkeiten in der Kunst sind einfach enorm. Gestern Abend war Boris Schamatz dann ganz alleine mit seinem, also neuer künstlerischer Leiter in Wuppertal, sehr, sehr renommierter französischer Choreograf, hat ein Solo mit einem Scheinwerfer getanzt, etwa eine Stunde und gepfiffen eine Stunde. Das ist jetzt kein Stück zum Thema Nachhaltigkeit, aber ich glaube, die meisten werden verstehen, warum es dann doch irgendwie auch etwas mit dem Thema zu tun hat. Und das war fantastisch, weil das Ensemble, also ungefähr 20 Profitänzer von dem wunderbaren Tanztheater mit 180 Menschen aus Wuppertal getanzt haben und Studierenden der Volkwang Hochschule und der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Und es endete mit einem großen Rave mit einer ganz tollen DJin. Electric Indigo. Kurz noch zu den Etappen dieser Nachhaltigkeitsstrategie, die wir versuchen jetzt, wir haben keine, wir versuchen sie zu erarbeiten und erstmal diese ganzen Widersprüche auch auszuhalten. Also quasi mit meinem ersten Tag, letztes Jahr haben wir angefangen als Tanztheater, da bin ich angedockt, die Nachhaltigkeitsstrategie, also CO2-Analyse erstmal fürs Tanztheater zu machen. Eine Bilanzierung, das haben einige heute schon gesagt, Rebecca Heinzelmann ist auch hier, sie hat uns im Tanztheater beraten, berät auch uns jetzt. Es ist einfach gut, diese Daten zu kennen, weil man damit immer wieder in jeder Entscheidung, die man trifft im Alltag, konfrontiert ist mit der Frage, was man tut. Drucken, Digitales, Reisen, Fliegen und so weiter. Diese Nachhaltigkeitsstrategie hat auch Partner eben. Wie gesagt, das Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie sitzt direkt neben uns. Mit denen arbeiten wir zusammen, weil wir müssen ja nicht die Welt neu erfinden. Wir haben den Szenografiebund als Partner, weil wir
vor allem auch im Bereich Szenografie, Bühnenbild und Nachhaltigkeit arbeiten wollen. Und wir eben als Tanztheater Wuppertal und Pina-Bausch-Zentrum ist der dritte Partner. 3, 4 Handlungsschwerpunkte sind die Bereiche Bühnenbild, 4 Workshops mit dem Szenografiebund, weil auch da wird man natürlich in jeder Entscheidung dazu gezwungen, neu zu reflektieren. Es gibt im Theater, und auch das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen, bereits ganz alte Nachhaltigkeitsstrukturen. Also es gibt zum Beispiel den Fundus, den Kostümfundus. Das heißt, wenn ich eine Produktion aus dem Fundus ausstatte, brauche ich viel weniger an Mitteln, viel weniger an Verbrauch, als wenn ich jedes Mal neu kaufen müsste. Sie werden alle oder viele die Analyse von Greenpeace zum Billigkleiderproduktion wahrgenommen haben. Bis zu 2275, glaube ich, Liter Wasser für ein 250 Gramm schweres T-Shirt, was ich dann bei Primark kaufe. Wir haben als zweites ein Festival für das junge Publikum, weil wir glauben, dass es gut ist, und da ist auch Fridays for Future mit in der Jury und wird mit uns zusammenarbeiten, gerade jungen Menschen einen Diskursraum anzubieten. Wir haben Fabrika, die Tanzbauhütte, das wird ein Diskursort im Wuppertal-Institut, wo wir zusammen kochen, zusammen denken, zusammen diskutieren, und wir wollen sukzessive ein grünes Netzwerk in Wuppertal aufbauen. Da springe ich jetzt drüber. Das ist ein Eindruck aus einem anderen Workshop, den wir letztes Jahr gemacht haben zum Thema Bühnenbild. Und die nächste Etappe ist eben jetzt das Festival. Ich kann Ihnen sagen, es ist eine enorme Herausforderung. Lade ich die Gruppe aus Abidjan ein oder nicht? Ich entschließe mich im Moment, ja, ich lade sie ein, weil ich finde Begegnung extrem wichtig. Muss ich insgesamt gucken, wie ich damit umgehe, aber das kann nicht darum gehen, dass wir nicht mehr international kooperieren, besonders nicht in dieser Zeit. Der transdisziplinäre Austausch ist extrem wichtig. Ich bin super dankbar, dass wir das Wuppertal-Institut als Berater da drin haben. All diese Dinge, die Sie im Moment da auch jetzt lesen, das Green Culture Lab, ist in der Arbeit. Das wird vielleicht, also wir hatten schon ein Treffen, aber das wird alles noch ein bisschen dauern. Und ich glaube, dass man das, also ich habe die Ausbildung im Aktionsnetzwerk gemacht als Transformationsmanagerin, das ist großartig. Die Nachhaltigkeitsstrategie wird gefördert vom Fonds Zero der Bundeskulturstiftung. Und das Tolle ist, dass sowohl die Ausbildung Transformationsmanagement wie auch Zero eigentlich immer auch mit Akademien begleitet sind, die den Austausch untereinander, das Voneinanderlernen ermöglichen, was ich extrem wichtig finde. So sieht es im Moment aus, das Schauspielhaus. Wir haben quasi mit Plakaten, Transparenten, die dann irgendwann in Taschen verarbeitet werden, klar gemacht, hier passiert was. Und ich freue mich, Sie alle in den nächsten Jahren bei den Aktivitäten der Vorlaufphase oder dann irgendwann, aber auch das wird noch dauern, im neuen Haus begrüßen zu können. Danke.